Attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, décollage. Guten Abend und herzlich willkommen zu Faszination Astronomie Online, dem heutigen Vortrag über das Innere des Mars, das Vermächtnis der InSight-Mission. Ich bin Simon Stehler, ich arbeite an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich als Geophysiker und momentan eben nicht Geophysiker, sondern Areophysiker oder Marsphysiker. Und wie Sie vielleicht gehört haben, ist die InSight-Mission zu Ende gegangen. Vor mittlerweile gut zwei Wochen hat sie die letzten Signale gesendet von der Marsoberfläche, dann letztendlich zu viel Staub auf den Solarpanelen gehabt, um noch genug Strom für den Betrieb zu erzeugen. Worüber ich heute reden will, ist das, was haben wir eigentlich von dieser Mission über das Innere des Mars herausgefunden. Sie wissen natürlich, dass Mars der vierte Planet unseres Sonnensystems, eins weiter draußen im Sonnensystem als unsere Erde. Und speziell, wenn Sie heute Abend zum Beispiel, wenn Sie jetzt gerade statt hier YouTube zu gucken, rausgehen würden und gutes Wetter haben, würden Sie Mars hier in der Nähe der Plejaden sehen, dem sieben Gestirn am Himmel relativ deutlich im Moment zu sehen. Sie hatten in den letzten Wochen, hatten wir ein paar Mal, dass der Mond und der Mars sehr nah aneinander vorbeigegangen sind oder sogar der Mars hinter dem Mond, der Mars vom Mond bedeckt wurde. Aber heute geht es eben gerade nicht darum, was können wir astronomisch über den Mars wissen, was können wir von außen sehen, sondern wie können wir eigentlich etwas über das Innere lernen. Ich hatte schon mal einen Vortrag hier vor anderthalb Jahren, da habe ich ein bisschen mehr über die InSight-Mission insgesamt geredet, wie sie funktioniert. Das lasse ich diesmal alles weg, sondern diesmal geht es wirklich um das Innere des Mars speziell. Hier der Kontext. Wir haben seit 50 Jahren etwa Missionen am Mars. Es fing an damals mit Mariner 9, dem ersten Orbiter, dem ersten erfolgreichen Orbiter, die Viking Lander und dann eben diese ganze Reihe von Orbitern hier in der oberen Hälfte des Bildes und Missionen auf der Oberfläche. Und speziell InSight. Wir haben gerade hier 2018 gestartet und gelandet, hat dann für etwas mehr als 4 Jahre, Erdenjahre, auf der Marsoberfläche gearbeitet und jetzt eben seit einigen Tagen nicht mehr. Das heißt, aktiv sind heute auf der Marsoberfläche eben noch Mars 2020 und Mars Curiosity, die beiden großen amerikanischen Rover, der chinesische Rover Chiron. Man weiß es nicht genau, aber es gibt Gerüchte, dass auch der mangels Strom letztlich in den letzten Wochen seinen Betrieb eingestellt hat. Da werden wir vielleicht bald mehr erfahren drüber. Und in der Zukunft, was kommen wird, ist Mars Sample Return, hier ganz rechts unten im Bild. Das Ziel also von Mars Steine zurückzubringen auf die Erde. InSight ist jetzt unter diesen ganzen Missionen hier, die gezeigt wurden, eine praktisch die einzige, die das Ziel hat, das Innere speziell des Mars zu erforschen. Und mein letzter Vortrag vor anderthalb Jahren, der war gerade im Juni 2021, das heißt, er war ganz kurz, bevor wir diese ersten Ergebnisse publiziert hatten über das tiefe Innere. Die hatten damals in Science sogar das Titelbild bekommen, Planetary Anatomy, weil wir eben zum ersten Mal diese
diese Auflösung des Marsinneren mit seismischen Wellen liefert haben. Vielleicht erstmal der Mars nochmal kurz von außen. Wie sind da die Unterschiede, die wir eben zur Erde haben? Der Mars ist etwa halb so groß wie die Erde. Und wir haben auf der Erde bekanntlich ja die Plattentektonik, also diese Grenzen, an denen sich die Oberfläche, sowohl die ozeanische Kruste als auch die Kontinente gegeneinander bewegen, wo die Kruste zusammen mit der sogenannten Lithosphäre, also dem festen Teil des Inneren, aufschwimmt auf einer etwas, also nicht flüssiger, auf gar keinen Fall flüssiger Asthenosphäre, wichtig, aber etwas weicheren Gestein, leicht angeschmolzenen Gestein, auf dem es sich bewegen kann. Und das ist eben das, was auf der Erde eigentlich alles bestimmt. Also diese Tektonik, die erzeugt die meisten Erdbeben, die wir sehen, finden statt an Plattengrenzen. Sie erzeugt überwiegend den Vulkanismus auf der Erde. Über den Vulkanismus regeneriert sie unsere Atmosphäre, die wir auf der Erde haben. Das heißt, eigentlich letztlich ist die Plattentektonik wahrscheinlich einer der Grundlagen, warum die Erde überhaupt lebensfähig ist oder belebbar, habitable ist. Im Gegensatz dazu haben wir auf dem Mars eben diese Plattentektonik überhaupt nicht. Wir haben lediglich einzelne größere Verwerfungen. Ich habe hier mal Wallis Marineris markiert, also diesen sehr langen Canyon, 1500 Kilometer lang, mehrere Kilometer tief. Also viel größer als alles, was wir auf der Erde finden, so eine Bruchzone. Aber es sind letztlich auf dem Mars immer nur einzelne Bruchzonen an einzelnen Stellen. Und nicht wie auf der Erde so ein ganzes System von Platten, die sich bewegen können. Ein anderer großer Unterschied zwischen Mars und der Erde ist, der Mars hat kein Magnetfeld im Gegensatz zur Erde. Das ist wahrscheinlich ein zweiter Aspekt, warum die Atmosphäre auf dem Mars heute fast nicht mehr vorhanden ist, sondern nur diese sehr dünne Atmosphäre, weil eben der Solarwind viel leichter die Atmosphäre entfernen kann. Und ein dritter großer Unterschied, das sehen Sie im unteren Teil, ist, dass die Erde als Ganzes viel dichter ist, viel schwerer als der Mars. Der Mars ist der leichteste Planet der terrestrischen Planeten mit nur 3,9 Gramm pro Zentimeter, also das ist ein bisschen dichter Beton vielleicht, könnte man sich sagen, während die Erde erheblich dichter ist als jedes Gestein, das wir an der Oberfläche finden. Fast schon in Richtung eines leichten Metalls geht von ihrer mittleren Dichte. Das wird nochmal relevant gleich, deswegen sage ich es schon. Und ein anderer Unterschied ist noch, dass das Relief der Erde, also auf der Erde haben wir ungefähr 10 Kilometer Variation vom tiefsten zum höchsten Punkt, im Marianengraben zum Mount Everest. Auf dem Mars haben wir fast 30 Kilometer Unterschied von Hellas, einem sehr tiefen Becken, bis zu Olympus Mons. Also obwohl der Planet so viel kleiner ist, haben wir diese viel größeren Reliefunterschiede auf der Oberfläche. Und wenn wir so ein bisschen ins Innere gucken, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass das Innere des Mars grundsätzlich erstmal, genau wie alle terrestrischen Planeten, also Merkur, Venus, Mars, die Erde und der Mond mit etwas Abstrichen, erstmal so diese grundsätzliche Aufteilung in drei Hauptteile hat. Also einen Mantel, der überwiegend aus einfach Silikatgestein besteht. Aus diesem Mantel ist über die Zeit die Kruste ausgeschmolzen oben, also das quasi, was als erstes erstarrt ist. Als der Mantel zu der Zeit, als er ganz flüssig war, hat oben die erste Kruste gebildet, die primäre Kruste. Später hat dann an den Stellen, wo Vulkanismus war, Basalt sich über dieser primären Kruste abgelagert, die sekundäre Kruste, sagt man dann, gebildet. Und das beides ist sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde die äußerste Schicht. Darunter haben wir, wie gesagt, diesen Mantel, der ist fest. Wichtig, also man kann es nicht oft genug wiederholen, es gibt im Erdinneren, der Mantel ist nirgends flüssig. Man stellt sich immer diese Konvektionsströme vor. Die gibt es aber so langsam, dass das jetzt nicht flüssig ist, sondern eben ein sehr zähflüssiges, wie Asphalt im Prinzip, ein sehr zähflüssiges Fließen. Und darunter dann hier in Gelb jeweils der Eisenkern, den sowohl der Mars als auch die Erde, als auch wahrscheinlich alle anderen terrestrischen Planeten drunter haben. Das heißt, bei der Bildung, als irgendwann der gesamte Planet mal Urplanet flüssig war, konnten sich die Stoffe etwas nach der Dichte sortieren. Also alles Eisen und alle Elemente, die das Eisen mitgenommen hat, haben in der Mitte den Kern gebildet. In der Erde gibt es dann ganz in der Mitte nochmal einen festen Kern. Das ist immer noch Eisen, aber das ist durch den Druck dann wieder fest geworden. Zum Beispiel eine der Fragen auf dem Mars ist letztlich, haben wir überhaupt so einen inneren festen Kern? Wahrscheinlich nicht. Eine Frage, die wir vor InSight letztlich noch nicht vollständig wussten, ist, ob der äußere Kern eigentlich flüssig oder fest ist. Flüssig wie auf der Erde. Auf dem Mond wahrscheinlich fest. Andererseits, wir haben zum Beispiel auf der Erde erzeugt der flüssige Kern unser Magnetfeld. Auf dem Mars haben wir kein Magnetfeld, also wie ist der Kern? Wissen wir noch nicht. Und dann darunter eine der Fragen ist, wie
dick ist der Mantel eigentlich? Das heißt, wie groß ist der Kern, wie viel Mantel ist da drüber und wie warm ist das Ganze? Und dann die Kruste da oben drauf, wie dick ist die? Aus alledem kann man dann wieder etwas die Entstehung des Planeten zurückschließen. Und wie geht InSight da jetzt ran? Was wir immer grundsätzlich machen, sind Seismogramme zu beobachten. Das heißt, wir schauen uns an, wenn wir jetzt einfach, das hier ist diese Kurve, ein Seismogramm, kennen Sie ja wahrscheinlich, wenn einfach irgendwo ein Beben passiert, dann gibt es so verschiedene Wellen, die nacheinander ankommen. Und klassischerweise haben wir da diese P-Welle, die primäre Welle, das ist eine Kompressionswelle, dann die Shear-Welle, eine transversal schwingende Welle, die später ankommt. Und aus der Zeit zwischen diesen beiden Wellen können wir ungefähr abschätzen, wie weit entfernt das Beben gewesen ist zu uns. Also zu unserer einen Station. Aber das sagt uns, also weil wir so ungefähr abschätzen können, wie die Geschwindigkeiten von P-Wellen und S-Wellen sind. Wenn es Gestein ist, Silikatgestein, dann hat es einen ungefähr bekannten Wert. Das heißt, erstmal aus diesen beiden Wellen können wir noch nicht viel mehr sagen, als wie weit ist das Beben weg. Aber wir wollen natürlich das Innere, wir wollen auch noch was über das Innere erfahren. Und dazu müssen wir uns jetzt dieses Seismogramm ein bisschen genauer angucken. Und das ist letztlich das, worüber ich heute zu Ihnen sprechen werde. Dann fangen wir mal mit dem Kern an, dem Innersten. Wir gehen quasi von innen nach außen. Und dann ist es so, wenn wir uns dieses Seismogramm jetzt genau angucken, dann sehen wir so, irgendwann nach der Shear-Welle kommt erstmal viel Energie, es schwingt immer ein bisschen weiter und nach einer gewissen Zeit schwingt es einmal kurz etwas stärker. Und das ist eine Welle, die nennen wir SCS, also eine Shear-Welle zum Core-Kern und wieder zurück als Shear-Welle. Die kommt hier zum Beispiel so nach 500 Sekunden an. Und wenn wir das mal so hier nochmal gerade das visualisieren, ich hoffe, dieses Video funktioniert halbwegs flüssig, dann ist es eben wirklich eine Welle, die runterläuft bis zur Kernmantelgrenze und da einfach reflektiert wird und wieder nach oben zurückkommt. Das ist also im Grunde genommen wie das Echo bei einem Radar oder wie ein Sonar von einem Schiff, das schaut, wie tief der Meeresboden ist. Im Prinzip genau das Gleiche machen wir auch. Es ist eine Shear-Welle und eine Shear-Welle braucht ein sogenanntes Shear-Modul in dem Gestein. Das heißt, das Gestein muss einen Widerstand dagegen haben, verformt zu werden. Flüssigkeiten haben keinen Widerstand dagegen, verformt zu werden. Die haben nur einen Widerstand dagegen, komprimiert zu werden. Das wiederum heißt, dass diese Shear-Wellen nicht in einen Kern eindringen können, der flüssig ist. Das heißt, aus der Tatsache, dass wir diese Welle beobachtet haben und dass sie eine gewisse Amplitude hatte, eine gewisse Stärke, können wir bereits unsere erste Folgerung schließen, oh, der Marskern muss flüssig sein. Wäre der Marskern auch fest, dann käme fast keine Energie zurück von diesem Übergang. Das heißt, das war eigentlich schon nur aus der Beobachtung dieser Welle die erste Inferenz quasi, der Marskern ist flüssig. Und dann das nächste, schauen wir uns gerade das nochmal an, das nächste, was wir jetzt gemacht haben, ist eben uns anzuschauen, die Laufzeit dieser Welle. Also wie lange hat die Welle gebraucht, um zurückzukommen? Und es ist natürlich klar, je länger die Welle braucht, umso tiefer muss dieser Kern gewesen sein. Und speziell haben wir damals, das ist jetzt hier eine Grafik da aus unserem Science Paper damals, das sind jetzt mehrere Beben untereinander da unten. Das ist eine Zeitfrequenzanalyse und wir haben also jetzt, Sie sehen in drei von denen, den fettgedruckten, sehen Sie zu der Zeit, wo dieser grüne Marker ist, sehen Sie jetzt eben diese Welle, dieses Signal von der Kernmantelgrenze zurückkommen. Und weil wir jetzt so mehrere Beben haben, können wir das quasi so ein bisschen aus verschiedenen Winkeln angucken. Und kommen damit dann eben hier zu diesem Ergebnis, dass wir erstmal der Kernradius so etwa 1840 Kilometer beträgt. Und jetzt, weil ich ja am Anfang schon gesagt hatte, wir wissen, wie schwer der Mars ist. Das wissen wir aus der Umlaufzeit seiner Monde. Und wir haben eine Vorstellung davon, wie die Masse verteilt ist, also das Trägheitsmoment des Mars kennen wir. Wenn wir das beides jetzt dazunehmen zu dieser Größe des Kerns, dann können wir damit abschätzen, wie viel Masse im Kern ist im Verhältnis zur Erde, zum Gesamtmaß und damit wie schwer und wie dicht der Mars ist. Und jetzt kommen wir damit auf einen überraschend niedrigen Wert von so irgendwas knapp über 6 Gramm pro Kubikzentimeter. Jetzt wissen Sie vielleicht, das Eisen alleine ist schon über 7 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, der Marskern, wenn das hier die gesamte Antwort ist, kann er nicht nur aus Eisen bestehen, sondern es müssen verschiedene leichte Elemente dabei sein. Und insbesondere ist der Mars im Verhältnis, Marskern im Verhältnis zum Erdkern genauso groß wie der, also relativ gesehen, wie der Erdkern im Verhältnis zur Erde. Und ich hatte am Anfang gesagt, die Erde ist fast anderthalb Mal so schwer, so dicht. Beide Male haben sie Gestein außen, Eisen innen. Und die Erde ist quasi nur ein bisschen eine aufgeblähte Version vom Mars da.
aber sie ist viel schwer, dichter, dann heißt es also, dass im Mars insgesamt muss zusätzlich zu dem Eisen im Kern vor allen Dingen noch müssen leichte Elemente sein. Da kann man jetzt sich so Gedanken machen: Schwefel, Sauerstoff, Wasserstoff. Die waren natürlich bei der Bildung des Sonnensystems irgendwann mal da. Aber es ist eigentlich zu viel. Sie bräuchten überraschend viel. Und vor allen Dingen haben alle diese Elemente so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie in der Phase, wo der Mars insgesamt noch flüssig war, relativ leicht nach außen hätten entweichen können. Und insgesamt sind da Kosmochemiker, also die sich damit beschäftigen, mit der Chemie des Sonnensystems und des ganzen Kosmos, sind damit relativ unzufrieden, wenn wir so viele, so einen leichten Marskern haben müssten. Sie können jetzt überlegen, ist der Mars sehr früh entstanden, bevor der Sonnenwind quasi das Sonnensystem bereinigt hat von Sauerstoff und Wasserstoff, bevor das rausgeblasen hat? Oder ist er weit außen im Sonnensystem entstanden, wo der Sonnenwind gewissermaßen noch nicht hingekommen ist bei der Bildung? Vielleicht sind unsere Modelle auch letztlich falsch hier zur Planetenentwicklung. Oder vielleicht haben wir sogar noch nur eine flüssige, geschmolzene Gesteinsschicht oberhalb des Kerns gesehen. Das heißt, das sind jetzt eigentlich so alles die Fragen, die folgen von unserer Entdeckung des Kerns. Das ist eigentlich, wir verstehen nicht ganz, warum der Kern des Mars so groß ist. Das ist das Schöne. Andererseits, wir haben jetzt mit Inside-Daten, gegen die wir jetzt unsere Modelle gewissermaßen prüfen können. Gehen wir mal eins höher, der Mantel darüber. Und was wir, um den zu erforschen, gucken wir uns jetzt, das war genau unser Seismogramm zurück, gucken wir uns jetzt so sogenannte PP- und SS-Wellen an, also mehrfach an der Oberfläche reflektierte Wellen. Die kommen so ein bisschen ein paar Sekunden nach der P-Welle und nach der S-Welle. Und jetzt sehen Sie hier so ein Beispiel, also die laufen dann tatsächlich nicht auf direktem Weg vom Beben, das ist jetzt das Dreieck hier zur Station der Stern, sondern sie werden ein- oder zweimal an der Oberfläche reflektiert. Und wenn man das, wenn man die jetzt von denen, das ist jetzt hier ein Laufzeitdiagramm, das heißt jetzt einfach mal alle Beben nach Distanz sortiert auf der horizontalen, auf der X-Achse, auf der vertikalen Achse, die Laufzeit, wann verschiedene Signale angekommen sind. Dann sind das rote oder sind diese farbigen Kurven, sind quasi theoretische Kurven, wann wir verschiedene Phasen erwarten würden, also verschieden oft reflektierte. Und die Markierungen, die Kreuze, sind alle die, die wir schon im Laufe der Zeit jetzt bei unserem 40 oder so Beben gefunden haben. Und Sie sehen, wir können jetzt also gewissermaßen hier so, dass unser Modell dem immer anpassen. Also die Kurven sind alle modellierte Kurven und Sie müssen jetzt versuchen, quasi zu jeder Zeit, wo eine seismische Phase angekommen ist, muss auch eine Kurve sie vorhersagen. Und das verwenden wir jetzt eben, um quasi unser Modell vom Marsmantel zu verfeinern. Und speziell auf der linken Seite haben Sie jetzt diese Shear-Wellen und P- und S-Wellengeschwindigkeiten. Also so ungefähr an der Oberfläche für die P-Welle ungefähr 7 Kilometer pro Sekunde, dann in der Nähe des Mantels fast 10, des Kerns fast 10 Kilometer pro Sekunde, also extrem schnell, viel schneller als Schall zum Beispiel. Und die Shear-Wellengeschwindigkeit so ungefähr Wurzel 3 langsamer. Und ein Ergebnis in dem rechten Plot, sehen Sie das, dass eigentlich was daraus folgt, um diese Kurven zu bekommen, müssen wir ein Temperaturprofil haben, bei dem wir eine relativ dicke Lithosphäre haben. Also die Lithosphäre ist der Lithos, Stein, fest, der feste Teil, der oberste Mantel, in dem keine Konvektion stattfindet, sondern Wärme nur langsam rausgeleitet wird. Deswegen haben Sie da in diesem orangen Temperaturplot diesen relativ flachen Gradienten und darunter relativ steilen Gradienten, also die Temperatur nimmt rapide zu mit der Tiefe. Und darunter, unterhalb der Asthenosphäre, kann eben durch Konvektion Wärme transportiert werden, auf sehr langen Zeitskalen. Aber deswegen ist der es eigentlich in einem thermischen Gleichgewicht, ein adiabatisches Temperaturprofil. Und aus alledem können wir jetzt ableiten, wie dick diese Lithosphäre ist, sein muss. Und da kommen wir auf Werte von 500 Kilometern. Und das ist Kontext einfach, ist relativ dick. Auf der Erde ist diese Lithosphäre nur 150 bis 200 Kilometer dick. Das macht eigentlich Sinn. Der Mars ist also kleiner, er ist kälter, er ist schon mehr ausgekühlt, es ist schon mehr Gestein in diesen festen Zustand übergegangen. Und das wiederum, dass Sie diese 500 Kilometer dicke Lithosphäre haben, erklärt auch, warum wir heute keine Plattentektonik mehr haben können auf dem Mars überhaupt. Auf der Erde muss sich die Lithosphäre immer mitbewegen mit den Platten oben. Das heißt, Sie können natürlich leichter eine 150 Kilometer dicke Schicht mitbewegen als eine 500 Kilometer dicke Schicht. Vor allen Dingen, wenn der gesamte Mantel nur 1600 Kilometer dick ist, müssen Sie ein Drittel des Mantels hier immer mitbewegen. Und da zu reichen eben, da ist nicht mehr genug Energie im Mars drin, um diese Plattentektonik hier zu erzeugen. Gehen wir mal ein Stockwerk noch höher zur Kruste. Und dann ist nochmal, das hatte ich das letzte Mal schon, hier diese zwei Gesichter des Mars.
Also es ist eine Höhenprofilkarte. Also blau heißt nicht Wasser, auch wenn das so ein bisschen misleading ist. Es ist, dass da unten Hellas, in der unteren Hälfte ist nicht ein schöner tiefer Pool oder Lagunensee, sondern es ist einfach nur ein tiefes Becken. Und während rot das höchste ist, oder rot mittelhoch, weiß dann die höchsten Gipfel da, Olympus Mons und Elysium. Und was Sie auf den ersten Blick schon mal sehen, ist, dass die Nordhälfte des Mars ungefähr 4 Kilometer tiefer liegt als die südliche Hälfte. Das ist einfach so ein First-Order-Feature vom Mars. Dazu haben Sie dann noch so ein paar sehr tiefe Becken, also hier Hellas und das zweite Becken daneben. Dann haben Sie außerdem noch einige sehr hohe Vulkangegenregionen. Links Tarsis und rechts Elysium Mons und neben Tarsis auch noch Olympus Mons. Also das sind jetzt Vulkane, die mehrere, also über 10 Kilometer an der flachen, an der breiten Stelle und an der Spitze über 20 Kilometer über dem Mittel des Mars liegen. Und wiederum eigentlich hier die Erklärung, wir haben keine Plattentektonik. Es kann auf der Erde, wenn Sie einen Vulkan haben, der sich irgendwo bildet, sagen wir mal Hawaii, also auch ein sehr hoher Vulkan über dem Meeresboden, ungefähr 10 Kilometer hoch. Er wird nicht weiter wachsen, weil sich die pazifische Platte langsam bewegt. Das heißt, das Neue, was rauskommt, kommt dann an einer anderen Stelle auf die Kruste des neuen Materials. Lagert sich nicht übereinander ab auf dem Mars. Wir haben keine Plattentektonik. Das heißt, der neue Basalt aus dem Vulkan kommt immer mehr auf die gleiche Stelle, immer höher, höher, höher. Damit kriegen Sie diese sehr hohen Vulkane. Ja, also Olympus über 23 Kilometer, Elysium immer noch 13 Kilometer. Aber die Frage ist trotzdem, warum ist der Süden eigentlich, er liegt höher, aber ist auch unter ihm die Kruste dicker und es ist eine dicke Kruste, dünne Kruste. Und dazu hat InSight jetzt zumindest, liefert mal ein bisschen erste Daten. Da müssen wir uns das Seismogramm nochmal weiter angucken. Jetzt haben wir diese zwei neue Phasen, habe ich hier markiert, S klein p und p klein s. P klein s etwas nach der p-Welle, s klein p etwas vor der s-Welle. Und das sind jetzt hier oben in diesem Plot, sieht man so, das sind also, wenn eine Welle von unten anfällt, dann wird so an den Krusten Grenzen, wird ein bisschen Energie umgewandelt in den anderen Wellentyp. Das heißt, Sie haben dann nach der P-Welle, die ankommt, haben Sie so direkt danach eine kleine S-Welle. Und aus der Zeitdifferenz zwischen diesen beiden Wellen können Sie jetzt abschätzen, in welcher Tiefe starke Grenzschichten sind. Die stärkste Grenzschicht, mit der wir eigentlich rechnen, oder die erste von unten kommt, ist die Mohorovicic-Diskontinuität, wie wir sie nennen, die Kruste-Mantel-Grenze. Darüber haben wir jetzt aber überraschenderweise noch zwei andere Grenzschichten gefunden, die eigentlich ein bisschen überraschend sind. Also man hat in der Erde manchmal schon auch Grenzen innerhalb der Kruste, aber hier haben wir eine gefunden, die noch stärker ist als die Moho am Ende, in Mohorovicic-Diskontinuität, in 8 Kilometer Tiefe. Und die Interpretation hier war zuerst mal ein bisschen rätselhaft, komme ich gleich dazu, weil wir haben dann nochmal, weil wir müssen uns letztlich nicht nur die Kruste unter InSight angucken, sondern die Kruste im gesamten Planeten. Und jetzt können wir, wenn wir die Kruste an, Dinge an einer Stelle kennen und wir haben das Profil und wir haben dazu noch, was wir Gravimetrien nennen, das heißt, wenn ein Satellit über den Mars fliegt, dann wird er an manchen Stellen, sieht er, das Schwerefeld ist ein bisschen stärker, an anderen ist es ein bisschen leichter. Und wenn wir das beides jetzt versuchen zu invertieren nach der Krustendicke über den gesamten Planeten, wir halten sie an der Stelle quasi fest, wo InSight ist, dann haben Sie jetzt hier in diesen drei Spalten drei verschiedene Modelle. Jedes dieser Modelle passt zur Krusten, also passt an InSight zu der Krustendicke. Aber je nachdem, ob wir jetzt den Dichteunterschied zwischen der Kruste und dem Mantel stark machen, das wäre jetzt in der linken Spalte, oder ob wir ihn schwach machen, das wäre in der rechten Spalte, sehen Sie, kriegen wir sehr unterschiedliche Krustendicken in der obersten Reihe. Dazu ist dann der Mitte ist quasi mal so ein Kompromissversuch, dass es nur im Süden leicht wäre, die Kruste, und im Norden dichter. Sie sehen, dann kriegen Sie ganz andere krustendicke Verteilungen über den gesamten Planeten. Und das ist jetzt wiederum insofern relevant, weil die Kruste ist gewissermaßen ein Hindernis dafür, dass Wärme entweichen kann vom Inneren. Das heißt, wenn Sie eine sehr dicke Kruste haben, staut sich die Wärme unter dieser Kruste und Sie würden an der Stelle am Ende so viel Wärme haben, dass Sie da partielle Schmelze hätten. Und dann tatsächlich geschmolzenes Gestein, das aufsteigen würde und Vulkanismus bilden würde. Und dann sehen Sie, je nachdem, welches Krustenmodell Sie haben, kriegen Sie eine unterschiedliche Verteilung in der untersten Reihe des Vulkanismus auf dem Mars. Wir haben auf dem Mars geringen aktiven Vulkanismus, aber vor allen Dingen in den letzten 10 Millionen Jahren. Kommen wir gleich nochmal zu, weil jetzt können wir wiederum vergleichen. Wir haben relativ starke Indizien, dass unsere Beben eigentlich mit Vulkanismus in Zusammenhang stehen. Also das hier an irgendeiner Stelle eindringende, tief unten, nicht an der Oberfläche.
in einigen Kilometern Tiefe eindringende Magma haben. Die schwächt gewissermaßen die Kruste an der Stelle, sodass sie da überhaupt ein aufbrechen kann und Beben erzeugen kann. Jetzt jede dieser schwarzen Ellipsen hier, also ein bisschen messy, ist gewissermaßen eine Region, wo ein Beben stattgefunden haben könnte. Und Sie sehen eigentlich, dass die meisten Beben finden in dieser einen Region statt, die wir Cerberus Fossae nennen. Das ist so ein sehr großer, langer Grabenbruch. Der sieht eigentlich ganz schön aus dem Weltraum. Das ist ein Foto hier von der Emirates, also der emiratischen Mars-Mission. Und tatsächlich, Sie sehen hier diese Graben, diese langen, geraden Linien. Und gerade da, wo diese Linien, also wo diese Brüche sind, gerade da passieren auch jetzt unsere Beben. Wenn ich da nochmal zu dieser Karte hier zurückkomme, dann ist das hier rechts in der Region, da der grüne Kreis ist. Und das heißt eigentlich nur mit diesem etwas komplizierteren Modell in der Mitte, wo der Süden eine andere Dichte hat als der Norden, eigentlich nur damit können wir erklären, dass gerade an dieser Stelle auch Vulkanismus wäre, der die Beben erlauben würde. Das ist ein bisschen, da waren wir so ein bisschen aber trotzdem jetzt hier am Rätseln, wie können wir das alles zusammenführen. Und da hatten wir etwas unerwarteterweise Hilfe aus dem All an irgendeiner dieser Stelle, nämlich wir hatten zwei relativ große Meteoriteneinschläge. Und Sie sehen jetzt hier auf der links unten in diesen sehr verwaschenen Bildern, das ist so wie ein globales Wetterbild, ein Wettersatellitenbild. Das heißt, das sind Bilder mit einer sehr geringen Auflösung, von einigen Kilometern Auflösung. Und da ist jetzt zwischen dem 24.12. vergangenes Jahr und dem 25.12., also gerade Heiligabend auf dem ersten Feiertag, ein neuer schwarzer Fleck aufgetaucht. Und wenn man den dann etwas genauer sich angeschaut hat, mit einer hochauflösenderen Kamera, hat man hier wirklich so einen riesigen neuen Krater gefunden. Und Sie sehen da unten einen Kilometer den Maßstab. Ich habe hier mal München einfach mal drüber geblendet, im gleichen Maßstab. Und Sie sehen wirklich hier, Sie haben der Krater selbst sind vielleicht nur 150 Meter, aber Sie haben über einen Bereich von 30 Kilometern haben Sie Secondaries, also Gestein, das ausgeworfen wurde von diesem ersten Einschlag. Das heißt wirklich jetzt hier ein relevant großer Krater eigentlich, der da auf dem Mars passiert ist. Und aus unserer Sicht ist das Schöne, dass dieser Krater jetzt sehr starke seismische Wellen erzeugt hat. So starke Wellen, dass diese Oberflächenwellen, so ein dritter Wellentyp, der ist an der Oberfläche gefangen und der läuft dann um den gesamten Planeten rum mehrfach in der Zeit. Und quasi, Sie sehen hier, wie diese Wellenfront jetzt so ein bisschen verformt wird. Also je nachdem, ob an irgendeiner Stelle die Kruste dicker ist oder dünner, läuft die Welle schneller oder langsamer. Das heißt, wenn wir sie jetzt am Ende messen, haben wir quasi so Informationen eingesammelt, oder sehen wir die Informationen, die sie eingesammelt hat auf ihrem Weg. Und was dabei jetzt eben rauskam, ist, dass diese erste Grenzschicht, die ich eben erwähnt hatte, diese 8 Kilometer dicke Grenzschicht, dass die eigentlich nicht global existiert an anderen Teilen des Planeten. Und offensichtlich ist die Kruste im Süden etwas dicker, das heißt, das müssen wir irgendwie jetzt erklären. Wir haben gerade InSight bestimmt sich gerade so im Übergang zwischen Süd und Nord, und offenbar haben wir da eine relativ starke Schichtung. Und vielleicht ist es so wie so ein Molassebecken im Voralpenraum. Also im Süden höher und irgendwann in der Frühzeit des Mars, als es noch Erosion gab im Wasser, hat quasi diese Erosion hier so ein Sedimentbecken aufgefüllt, 8 Kilometer dick. Und dann ein weiteres Indiz, jetzt habe ich ja hier schon das Wort Wasser erwähnt. Sie sehen ja, dass es nicht nur die Phasen sind, diese einzelnen seismischen Wellen, sondern auch noch so ein langer Bereich dazwischen ist. Und dieser lange Bereich dazwischen, letztlich, was jetzt hier diese Grafik zeigt, ist, wie je höher, je weiter oben man ist, umso kürzer ist das Beben. Und jetzt habe ich mal hier so unsere drei Objekte. Der Mond ist dieser graue Bereich, die Erde ist oben dieser bläuliche Bereich und der Mars ist dieser rötliche Bereich drin. Und Sie sehen, die Erde, die Marsbeben dauern länger als Erdbeben. Nicht ganz so lange wie Mondbeben, aber schon näher an den Mondbeben als an den Erdbeben. Auf dem Mond hat man das klassischerweise dadurch erklärt, dass die Kruste sehr trocken ist, also dass es kein Wasser gibt, das gewissermaßen dämpft die seismischen Wellen. Und das hieß jetzt eigentlich, dass wir direkt unter InSight eigentlich auch nahezu gar kein Wasser, also wirklich im Promillebereich und erheblich weniger an Wasser im Gestein haben können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, wenn man unter InSight, also wenn man jetzt direkt hier das Wasser irgendwie bergen wollte, und das kann an anderen Orten auf dem Mars verschieden sein, aber unter InSight scheint es jetzt gerade eben so zu sein. Und dann haben wir darüber noch das oberste Stockwerk, den flachen Untergrund. Den haben wir erforscht jetzt, indem wir uns jetzt ausnahmsweise mal keine Beben angeguckt haben, sondern im Prinzip angeschaut haben, was passiert, wenn gerade kein Beben passiert. Das ist jetzt hier so diese Grafik, das ist ein sogenanntes Spektrogramm. Also je weiter oben man ist, umso höher ist der Ton
Und was wir einfach nur messen, ist, wie sich InSight bewegt, während gerade nichts passiert, während gerade kein Beben ist. Und bewegt sich immer so ein bisschen aufwärts und zur Seite. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass diese Seitwärtsbewegung findet mit höheren Frequenzen statt als die Auf- und Abbewegung. Und das kann man jetzt so interpretieren, dass es gewissermaßen Resonanzen im Untergrund gibt. Das sind Resonanzen, die werden einfach davon angeregt, dass der Wind immer so ein bisschen am Boden, über den Boden streift. Und um gerade diese Kombination aus vertikalen und horizontalen Bewegungen zu bekommen, brauchen wir im Prinzip so eine Sandwich-Struktur, wo wir irgendwo mal feste und weiche Schichten sich abwechseln haben. Und das könnten jetzt eben sein Sedimente über etwas älteren Basalt, über noch älteren Sedimenten, über noch älteren Basalt. Das ist jetzt, kommen wir in dem Bereich 150 Meter, wo die Geologen, also die, die sich nur die Oberfläche angucken, das schon interessant finden. Und wenn dann noch flacher gehen, dann müssen wir am Ende gar nicht mehr unser Seismometer bemühen. Da können wir uns dann einfach anschauen, wie hier die Raketen von InSight, als wir gelandet sind, den Boden aufgewühlt haben. Und dann sehen wir hier in den obersten Schichten also so eine festere Kruste, die dann darunter ein weicheres Gestein zeigt. Und das ist dann hier so das geologische Bild des obersten Untergrunds. Das heißt, wirklich hier der flache Untergrund ist diese etwas vertrocknete Schicht, ganz oben festere, darunter etwas weicherer Sand und dann irgendwann diesen Übergang von Basalt und Sedimenten. Und das Schöne ist eigentlich, dass das konsistent ist mit den Bildern von tiefen Kratern, die wir in der Nähe haben. Wir haben in der Nähe von InSight einige Krater, die ein paar hundert Meter tief sind und an deren Wänden sehen wir im Prinzip diese Schichtfolge wieder. Ja, also kommen wir zu InSights Vermächtnis, wenn man jetzt so die beantworteten Fragen sind, das waren so die, die Mission vorher gestellt hat eigentlich. Wie groß ist der Kern? Sagen wir groß, wie warm ist der Mantel? Eher kalt. Wie dick ist die Kruste? So ähnlich wie die Erde, aber mit dieser tieferen Lithosphärenwurzel. Aber wir haben einfach immer noch einen Haufen neuer Fragen. Wir nähern uns dieser Frage an, warum der Süden verschieden ist vom Norden, die Kruste. Wir wissen es nicht. Wir sind sehr unklar, warum der Kern so leicht ist. Unter InSight gibt es kein Wasser, das ist etwas überraschend. Gibt es anderswo Wasser auf dem Mars? Und dann eben noch die Frage, warum passieren die Beben fast nur in diesem Cerberus Fossae, dieser einen Region? Können wir das irgendwie mit dem Krustenbild insgesamt zusammenkriegen? Und das ist vielleicht insgesamt hier das Schöne dann an InSight, dass wir wirklich hier, wir bauen gewissermaßen Brücken zwischen dem Teil der planetaren Wissenschaft, die den Geologen, die sich Oberflächenfotos angucken und dann daraus solche Profile erstellen und solche Bilder, aber natürlich immer beschränkt sind auf die obersten 100 Meter und dem Teil der Planetenforschung, der wirkliche Modellierung von Entwicklung von ganzen Planeten macht und das natürlich dann basierend ist auf starken Modellannahmen und die können wir da hier eigentlich mit InSight und Seismologie so ein bisschen diese beiden Communities zusammenkriegen dabei. Ja, und dann damit bedanke ich mich dann auch schon bei Ihnen hier mit einem dieser letzten Fotos von InSight. Das war ein Sonnenaufgang, den es fotografiert hat, die Sonde, und dann auch tatsächlich noch den Sonnenuntergang auf dem Mars. Und das war das, damit in diesem Sonnenuntergang endet jetzt unsere Mission. Und wir hoffen natürlich, dass letztlich das, was wir bei InSight über Planeten gelernt haben, dass wir das unser Verständnis auch von anderen Planeten, sei es jetzt hier Merkur zum Beispiel oder Titan oder auch die Venus, dass das unser Verständnis verbessert und dass wir eines Tages auch auf solchen Planeten seismische Messungen machen können. Wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, dann dürfen Sie ihn am Donnerstag schon einschalten für einen Vortrag über eine ganz neue Mission, die gerade erst gestartet hat, vor ungefähr einem Jahr, das James Webb Teleskop. Und Dr. Dominika Wilischalek vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg wird über einen Blick in die Kindheit unseres Universums und die ersten Ergebnisse des James Webb Teleskops fragen. Sprechen. Und damit beantworte ich gerne Fragen aus dem Publikum. Und dann die erste Frage war gleich, Plattentektonik gibt es doch nur auf der Erde oder noch irgendwo anders im Sonnensystem? Das ist eine sehr gute Frage. Und also man kann eindeutig sagen, auf dem Mond, schauen Sie sich den Mond oder den Merkur an, wenn wir jetzt hier nochmal gerade zum Merkur zurückgehen und es könnte auch der Mond sein, die beiden sehen sich extrem ähnlich, da haben wir sie offensichtlich nicht. Diese Planetenoberflächen haben sich seit Milliarden von Jahren nicht mehr grundlegend verändert, sind einfach nur Meteoriteneinschläge dazugekommen. Das heißt, hier haben sie nicht mal wie auf dem Mars diese aufbrechenden Grabenbrüche oder sowas. Die Venus ist dann schon schwieriger. Letztlich bei der Venus, wir gehen davon aus, dass die Oberfläche der Venus jünger ist, nur einige hundert Millionen Jahre, so ähnlich wie die Erde.
Aber es ist nicht klar, ob es da tatsächlich Plattentektonik gibt. Wahrscheinlich eher nicht, aber letztlich wissen wir. Wir haben nicht genug genaue Bilder von der Venusoberfläche. Wo es sowas wie Plattentektonik geben könnte, wäre auf Europa, einem Eismond des Jupiter. Da sieht es tatsächlich so aus, als ob sie an manchen Stellen sowas diese Subduktion haben. Also das heißt, dass ein Teil der Kruste unter einen anderen Teil untersinkt und der andere dann natürlich nachwandern muss an der Stelle. Das heißt, es könnte sein, dass tatsächlich die Erde der einzige Ort ist mit Plattentektonik in Gestein, aber dass sie auf Europa Plattentektonik in Eis haben könnten. Und das wäre natürlich extrem spannend, weil sie damit Wasser an die Oberfläche transportieren würden und umgekehrt auch wieder Material von der Oberfläche in den Ozean nach unten hinein. Und wenn das eben zum Beispiel durch Sonnenwind und durch Strahlung draußen chemisch verändert worden ist und dann in den Ozean zurückkommt, könnte das zum Beispiel Bestandteile für Leben auf Europa bringen. Aber jetzt schweife ich vollkommen ab. Genau, nämlich die andere nächste Frage. Woher kommen denn die Marsbeben genau? Ist das, weil der Mars schrumpft? Und das ist, da bin ich jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, aber das ist tatsächlich eine der Fragen, die, wo ich auch sagen würde, InSight ein bisschen das verändert hat, was wir vorher oder was vorher angenommen wurde. Auf dem Mond und dem Merkur, wie ich gesagt habe, die Oberfläche verändert sich nicht. Da geht man tatsächlich davon aus, dass die Beben, wenn es sie dort gibt, oder die überwiegende tektonische Aktivität an der Oberfläche ist, der Planet kühlt sich ab, schrumpft leicht und damit muss er sich ein bisschen verkürzen an der Außenseite. Das heißt, sie haben so Aufschiebungen übereinander. Man findet sowohl auf dem Merkur als auch auf dem Mond sogenannte Wrinkle Ridges, also so ein bisschen, also im Prinzip solche Aufschiebungen übereinander. Die findet man auf dem Mars, sieht man sie auch in Satellitenbildern. Aber wir haben bis jetzt kein Beben irgendwie eindeutig auf eines dieser Wrinkle Ridges lokalisieren können. Das heißt, offenbar bewegen die, sind die auf dem Mars nicht so aktiv wie auf dem Mond oder dem Merkur. Das heißt, in unserem momentanen Verständnis ist der dominante Prozess für Marsbeben für Marsbeben ist, dass sie an irgendwelchen Stellen die Kruste unter Spannung steht, zum Beispiel, weil hier diese Tarsis-Provinz einfach 8 Kilometer höher ist, das heißt, sie drückt einfach die gesamte Kruste runter, das heißt, sie haben Spannungsfeld ringsum. Und wenn sie jetzt an irgendeiner Stelle, zum Beispiel durch eindringendes Magma, die Kruste schwächen, dann kann sie da aufbrechen. Einfach weil sie vorher schon durch dieses hohe Gewicht hier so auseinandergezogen wurde. Vorher hat sie nicht gebrochen, aber wenn sie dann geschwächt wurde, bricht sie auf und es bildet sich zum Beispiel dieser Cerberus-Fossae-Graben. Und das ist tatsächlich, wo die meisten Beben passieren. In solchen Grabenbrüchen, also aufreißenden Brüchen. Im Prinzip wie der Oberrheingraben auch. Zwei Teile der Oberfläche, die auseinandergehen. Bei uns auf der Erde ist es eben immer verbunden mit Plattentektonik. Letztlich irgendwo anders wird an der anderen Plattengrenze gezogen. Das ist auf dem Mars nicht der Fall. Das ist quasi nur so ein statisches Gewicht, das irgendwo drauf lädt. Oder es könnte von unten so ein Plume, also ein aufwellendes Ding kommen und die damit unter Spannung stellen, die Kruste. Ob jetzt dieses Abkühlen und Schrumpfen auch ein relevanter Prozess ist, wissen wir nicht. Wir haben so ein paar Beben, die wir noch untersuchen, wo sie herkommen, aber bis jetzt unklar. Was bedeutet Höhe beim Mars eigentlich? Es gibt keinen normalen Null. Ja, das stimmt natürlich. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also die Frage ist, was ist diese Referenzhöhe, die ich immer erwähnt habe? Und was man da letztlich ganz einfach macht, man definiert ein Ellipsoid, also eine verformte Kugel, die im Mittel die Höhe des Profils am besten annähert. Und dann schaut man sich die Abweichung von diesem Referenzellipsoid an. Also es ist keine Kugel, weil der Mars ja rotiert, dadurch wird das so ein bisschen auseinandergezogen. Und das ist letztlich auch die Höhe. Also bei uns auf der Erde haben wir den Vorteil, das Meer macht das für uns. Das Meer legt sich ungefähr überall auf das gleiche Gravitationspotenzial mit Abweichungen im Detail. Daher wissen wir, wie dieses Ellipsoid überall aussieht. Wir können einfach den Meeresspiegel angucken. Auf dem Mars mussten wir das selbst ausrechnen, gewissermaßen. Und das liegt eben gerade so, dass der Norden im Schnitt minus 4 Kilometer hat und der Süden im Schnitt, glaube ich, plus 2 Kilometer, plus 3 Kilometer, sowas. Aber wenn man das jetzt hier alles mit Meer füllen würde, dann hätte man gewissermaßen hier ein schönes, könnte man dieses Meer gerade auf Null legen. Sie sehen, es hat fast nichts, genau Null. Null ist an der Grenze. Uff, wie alt ist der Olympus Mons und wann ist er das letzte Mal ausgebrochen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen leider nicht aus dem FF beantworten kann. Ist insgesamt ein recht alter, ist nicht eines der jüngeren Objekte auf der Marsoberfläche. Ich würde jetzt mal mehrere Milliarden Jahre sagen, aber schauen Sie es lieber nochmal nach. Die jüngsten Objekte auf der Marsoberfläche sind tatsächlich diese Cerberus-Fossae-Graben, die ich da, oder das ist eines der jüngsten, das, was ich hier gezeigt hatte, diese Graben. Und hier links, diese Cerberus-Mantling-Unit, das ist wahrscheinlich sogar fast das jüngste, die jüngste Oberfläche auf dem Mars. Die ist so 50 bis 200.000 Jahre alt. Also letztlich so alt, wie als der Eifelvulkan ungefähr zum letzten Mal ausgebrochen ist. Und man interpretiert es halt so, dass hier dieser Graben sich wie so eine vulkanische Spalte geöffnet hat und dann da eben Staub und eventuell auch Brocken herausgekommen sind und die dieses symmetrische Feature da gebildet haben, dieses in beide Seiten, was da diesen Graben drumherum geht. Und überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, das ist tatsächlich auch, wo die meisten Marsbeben passieren. Also heute haben wir da keinen aktiven Oberflächenvulkanismus. Ist auch nicht gesagt, dass wir ihn vor 50.000 Jahren über einen längeren Zeitraum haben, aber offenbar ist an der Stelle immer noch Bewegung in der Kruste, weil da auch die Beben passieren. Nächste Frage ist: Ist eine Nachfolgersonde nach InSight geplant und was wird anders bzw. verbessert sein? Die schmerzhafte Antwort ist erstmal nein, das ist nicht direkt geplant. Ich gehe hier nochmal kurz zu dem Überblick, hier dem Überblick über die Mars-Programme. Also, Sie haben. Was im Moment auf jeden Fall geplant ist, ist Mars Sample Return, was ich hier unten eingezeichnet habe. Also es wird eine zweite Mission sein, die jetzt die Gesteinsproben, die Mars 2020, Entschuldigung, aus dem Boden gebohrt hat, einsammeln wird und vorbereiten wird, sie zur Erde zurückzubringen. Dazu die ESA plant die ExoMars-Mission, was im Prinzip ein kleinerer Rover ist, der einen sehr langen Bohrer hat, um 2 Meter tief das Gestein nach Leben zu durchsuchen. Aber diese beiden Missionen sind jeweils wieder geologischer eigentlich vom Ziel. Also natürlich mit dem Ziel, Lebensspuren zu finden, aber die Methoden sind eher geologische Methoden. Das heißt, sie schauen sich Oberflächengesteine an, Oberflächenstrukturen und bei Mars Sample Return bringen sie sogar diese Gesteine zurück zur Erde. So eine geophysikalische Mission, wie jetzt InSight, ist zurzeit nicht geplant. Und das liegt letztlich so ein bisschen daran, dass InSight kam ein bisschen außerhalb des normalen Mars-Programms rein. Also das eigentlich, es gibt quasi von der NASA so ein Mars Exploration-Programm. Das ist so ein strategisches, über Jahrzehnte geplantes Programm, das halt angefangen hat mit diesem Pathfinder, diesem kleinen Rover, und dann kam diese Mars Exploration Rover, Spirit und Curiosity, die so Schritt für Schritt immer mehr die Geologie in Richtung auf Leben untersucht haben. MSL, also Mars Science Laboratory, Curiosity genannt, im Gale Crater, ist dann tatsächlich, hat sich Schichten angeguckt, wo man weiß, da war mal, sie sind durch Wasser, sind diese Gesteine erzeugt worden, schaut sich die chemisch an. Und jetzt Mars 2020 an einer Stelle, wo, wenn man Leben irgendwo erwarten würde, dann in so einem Delta. Aber im Prinzip ist das so eine Progression, diese ganzen Missionen, diese 4 Missionen, über 25 Jahre. InSight stammt aus dem Discovery-Programm. Das ist einfach ein Programm, wo man als Wissenschaftler eine Mission vorschlagen kann, die irgendwo ins Sonnensystem hingeht. Und da wurde InSight quasi so ein bisschen extra vorgeschlagen. Es hätte auch eine Mission zum Titan gewählt werden können oder zu Venus, aber es wurde InSight zum Mars. Das heißt, eine Nachfolgemission von InSight müsste dann auch auf diese Art und Weise kommen oder beantragt werden. Das dauert aber 10, 15 Jahre, bis sowas typischerweise ist. Aber dann wäre zum Beispiel eine Frage, würde man sich dieses Cerberus-Fossae-System mal genauer anschauen? Weil das ist, wo wir heute wissen, Beben passieren, Vulkanismus ist offenbar passiert. Wenn Sie Vulkanismus von unten haben, könnte der zum Beispiel gefrorenes Eis unter dem Boden aufschmelzen. Es gibt in der Nähe da so einige Sedimente, die aussehen fast wie so Wasser, von Wasser erzeugt. Eine andere Frage wäre, dass man in Richtung Tarsis geht, also dieser riesigen Vulkanprovinz, und da schaut, wo der Vulkanismus da eigentlich herkommt. Die Frage, was würde verbessert sein, ist auch ist eine durchaus schwierige Frage. Also Sie könnten in zwei Richtungen weitergehen. Sie könnten entweder auf der Erde würden wir niemals einen Seismometer einfach auf die Oberfläche stellen und nur so einen Eimer drüber machen, wie bei InSight. Auf der Erde würden wir es vergraben wollen und möglichst auf festen Untergrund stellen. Nehmen wir das hier gerade, das Seismometer da unten unter der weißen Hülle. Dafür müsste man aber im Prinzip einen Rover haben, der an eine Stelle fährt und vielleicht sogar ein kleines Loch gräbt.
Das wäre dann eine irrsinnig teure Mission, aber damit könnte man dann zum Beispiel so die Eigenschwingung des gesamten Mars messen und damit wirklich sagen, nochmal mehr über den Kern, über eine Schichtung im Kern erfahren. Das wäre eine Möglichkeit, also wirklich ein Observatorium. Die andere Möglichkeit wäre, dass man im Gegenteil einfachere Missionen macht. Vielleicht sogar Missionen, die nur mit einem kleinen Fallschirm relativ hart einschlagen, aber so gebaut sind, dass sie das überstehen, diesen Einschlag. Und dann ein Seismometer haben, das nicht so gut ist wie das InSight-Seismometer, aber wir bringen einfach diese Instrumente dahin, wo wir schon wissen, dass die Beben passieren. Das machen wir auf der Erde halt auch. Wir stellen Seismometer nicht einfach irgendwo hin in die Landschaft, sondern wir gehen natürlich irgendwo hin, wo wir wissen, da passiert was, da bricht heute was, wenn wir das untersuchen wollen. Dafür können diese Seismometer dann kleiner, billiger sein. Das heißt, so eine Netzwerkmission, diese mehrere Seismometer um Cerberus Fossae zum Beispiel rumstellen würde, um zu sehen, hat man da unten einen eindringenden Dike, also so einen eindringenden Magmagang oder so. Das wäre eine andere Möglichkeit. Und das ist, ich bin ein bisschen mehr in dem Team, das jetzt mehr so eine Netzwerkmission für sinnvoller hält, weil das einfach günstiger ist und man das eher sowas beantragen kann, als dass man jetzt sagt, wir wollen eine riesige Mission haben, wo ein Rover rumfährt und extra einen Ort aussucht und so weiter. Weil das muss man halt sagen zu dieser Mars Sample Return Mission, sie ist so irrsinnig teuer, dass sie letztlich auf die nächsten 10 Jahre das gesamte Mars-Budget von der NASA und der ESA vollkommen blockiert und außer ExoMars, was schon quasi gebaut ist, keine anderen Missionen zurzeit überhaupt angedacht werden, weil quasi alle Mittel in Mars Sample Return gehen müssen, um das erfolgreich abzuschließen. Nächste Frage ist, sagt die Oberflächentemperatur des Mars etwas darüber aus, wie heiß sein Kern ist? Letztlich nein. Wir haben auf der Erde Größenordnung, ich sollte die Zahl vielleicht genauer wissen, wir haben auf der Erde ungefähr einen Faktor 100, give or take, mehr Einstrahlung von außen, von der Sonne, als aus dem Wärme aus dem Inneren aufsteigt. Auf dem Mars ist dieser Faktor am Ende ungefähr der gleiche wahrscheinlich. Letztlich, wir sind ein bisschen weiter weg von der Sonne, dafür kommt weniger Energie von unten. Das heißt, davon, dass sie nur die Oberflächentemperatur messen, das ist letztlich nur von der Sonne und von der Atmosphäre, die diese Wärme hält, beeinflusst. Sie sehen hier auf diesem Bild rechts unten diese Heat Flow Probe, dieses Experiment vom DLR in Berlin, das ich in den Boden reinhämmern sollte. Und das sollte im Prinzip messen, wie tief ist es in 5 Metern und wie schnell im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres ändert sich die Oberflächentemperatur etwas. Wie tief dringt diese Temperaturänderung in den Boden ein? Ein paar Zentimeter oder einen halben Meter und so. Das heißt, das hätte uns eine direkte Messung gegeben davon, wie schnell steigt die Temperatur an. Aber dafür hätte man eben diese 5 Meter in den Boden hämmern müssen. Und wie Sie vielleicht wissen, hat das nicht funktioniert, so tief zu kommen. Ist an der Oberfläche stecken geblieben. Daher haben wir da keine direkte Messung davon. Das heißt, wir müssen das indirekt machen über was ich da gezeigt hatte mit den seismischen Geschwindigkeitsprofilen, wo wir halt einfach sagen müssen, damit sich die seismische Geschwindigkeit von 5,5 auf 5,8 Kilometer pro Sekunde erhöht, muss es kalt sein. Oder dass sie sich auf 5,3 Kilometer Sekunde verringert, muss es warm sein. Das heißt, wir können nur indirekt so die Temperatur bestimmen, eigentlich momentan. Mit dieser direkten Messung der Wärmemenge, die von unten kommt, wären wir natürlich, es wäre schöner gewesen. Aber so ist es halt bei planetaren Missionen. Sobald es erstmal gestartet ist zum anderen Planeten, ist man im Prinzip ein bisschen hilflos. Und natürlich gab es da stärkste Bemühungen aus Berlin und vom Jet Propulsion Laboratory, diesen Maulwurf doch unter die Oberfläche zu bekommen. Aber letztlich war die Oberfläche da anders als erwartet und es hat nicht funktioniert. Die nächste Frage, wir bleiben beim Kern. Wenn Mars einen flüssigen Kern auch mit Eisen hat, warum sieht man dann kein durch Konvektion erzeugtes Magnetfeld? Das ist wiederum eine spannende Frage, die wir noch nicht vollkommen verstehen. Was auf der Erde dazu kommt, also auf der einen Seite, Sie haben natürlich einfach an der Oberfläche des Kerns ist es am kältesten. Da ist der relativ kalte Mantel. Das heißt, da kühlt Material ab, sinkt ins Innere, wird verdrängt von anderem Material, das wärmer ist.
Und dieser Eisenkern ist relativ dünnflüssig. Also auf der Erde hat der Kern, das Eisen im Kern, wahrscheinlich ungefähr die Viskosität von Milch, Apfelsaft. Also es kann sich eigentlich schon relativ schnell konvertieren, erheblich schneller als im Mantel. Auf der Erde ist es jetzt so, sie haben diesen inneren Kern, der fest ist. Und wenn jetzt Eisen unten nach unten fällt und an der Grenze zum inneren Kern erstarrt, dann zum einen wächst der innere Kern damit im Laufe der Zeit langsam. Und es wird immer ein bisschen energiefrei, also Kristallisationsenergie. Und die geht dann quasi wieder in diese Konvektion hinein. Und das ist auf der Erde so, man kann das versuchen zu modellieren magnetohydrodynamisch, dass es wahrscheinlich braucht es diesen extra Kick von unten, diese Kristallisationsenergie, um genug Energie zu haben, um aus dieser Konvektion dann auch ein Magnetfeld zu erzeugen. Weil sie müssen ja, sie haben ja nicht nur die Konvektion, sondern sie haben dann das, durch die Konvektion werden Ladungen bewegt, die erzeugen erstes Magnetfeld, dadurch bewegen sich andere Ladungen, dann haben sie irgendwann diese großen Elektronen Spulen gewissermaßen, die sich da drin bilden. Und für all das bietet der Mars, das ist auch noch ein Zeichen dafür, dass der Mars keinen inneren festen Kern hat. Wahrscheinlich hat der Marskern dafür nicht, ist er nicht heiß genug, um diese starke Konvektion zu erzeugen. Andererseits wissen wir, dass es gibt magnetisiertes Gestein an der Oberfläche, also muss er irgendwann mal ein Magnetfeld gehabt haben. Aber wahrscheinlich nur in seiner frühesten Phase, als er noch heißer war. Die nächste Frage ist, wie können die seismischen Wellen denn schneller als der Schall sein, wenn sie durch Materie gehen? Das ist eigentlich relativ einfach. Die Geschwindigkeit einer Welle richtet sich danach, wie fest das Medium ist, also wie schnell das Medium gewissermaßen, wenn es verformt wird, wie stark es wieder in seinen unverformten Zustand zurückgehen will. Also entweder bei einem festen Körper, wenn er verformt ist, oder bei einem Gas oder einer Flüssigkeit, wenn sie komprimiert wird, wie stark sie sich dem widersetzt. Je stärker sie sich dem widersetzt, umso höher ist auch die Wellengeschwindigkeit. Das heißt letztlich, natürlich offensichtlich ist eine Flüssigkeit schwerer zu komprimieren als ein Gas. Und allein dadurch kriegen sie in Flüssigkeiten viel höhere Wellengeschwindigkeiten, also im Wasser so 1,5 Kilometer pro Sekunde. Und in Gesteinen, wo noch dazu kommt, dass sie sich auch sehr ungern überhaupt nur verformen lassen, kommt dieser Shear-Modul, dieser Shear-Widerstand noch dazu und damit kriegen sie dann Wellengeschwindigkeiten von Kilometern pro Sekunde. Also im Prinzip, je fester, umso höher die Wellengeschwindigkeit. Luft ist einfach sehr unfest. Verwandte Frage, hat die geringere Schwerkraft Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der seismischen Wellen? Nein, eigentlich nicht. Ein bisschen indirekt, weil wenn sie ins Innere gehen, auf der Erde wird das Gestein immer fester zusammengedrückt, dann haben sie manchmal so, wandelt sich das dann in eine andere Kristallpackung um, die dann fester ist und deswegen haben dann Erhöhung der Wellengeschwindigkeit, also indirekt, aber direkt eigentlich nicht. Nächste Frage, auf die euch gewartet. Könnte man bei zukünftigen unbemannten, unbemenschten Mars-Missionen Vorrichtungen anbringen, die die Photovoltaik-Module von Marsstaub reinigen? Ja, könnte man machen. Warum fragen Sie das? Natürlich weiß ich, warum Sie das fragen, weil unsere Solarpaneele dieses Problem hatten. Klar, kann man machen. Der Punkt, warum es bei InSight nicht gemacht wurde, ist letztlich einfach immer wieder, wenn Sie irgendein zusätzliches Bauteil zu einer Mission hinzufügen, müssen Sie sichergehen, dass dieses Bauteil nicht in irgendeiner Weise ausfällt, dass es den Erfolg der gesamten Mission gefährdet. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben irgendwie hier so bei diesen Solarpanelen so einen Besen in der Mitte, der das dann alles so wegfegt, dann könnte natürlich dieser Besen in der Mitte irgendwie beim Start sich verbiegen durch die starken Vibrationen der Rakete und dann könnten sich diese gesamten Solarzellen nicht mehr entfalten. Das wollen Sie nicht, das heißt, das müssen Sie sehr sorgfältig alles planen. Und sowas sorgfältig zu planen und zu testen, kostet einfach irrsinnig viel Geld. Deswegen war, als man InSight designt hat, die Entscheidung, machen wir sowas. Oder machen einfach die Solarpaneele so groß, dass selbst wenn sie nur noch 10% ihrer Leistung liefern, sie immer noch groß genug sind, als dass wir die Mission machen können. Und dann hat man sich überlegt, wie schnell stauben die zu. Dann hat man das beide zusammen gemacht und dann hat man gesagt, ja, wir machen sie einfach größer. Das ist günstiger, als wenn wir jetzt hier irgendwas einbauen, was eventuell uns nachher die gesamte Mission gefährdet. Weil natürlich der Besen, wenn er irgendwie stecken bleibt und die Solarpaneele sich nicht entfalten, dann ist ihre Mission nicht nach 1200 Tagen beendet, sondern nach 0 Tagen. Und
Deswegen war das jetzt eben die einfache Variante. Und InSight hat doppelt so lange gehalten wie geplant. Also es waren eigentlich nur 600 Mars-Tage ungefähr, jetzt 1200. Aber ja, es ist natürlich, ich finde es auch unbefriedigend, dass wir jetzt aus diesem scheinbar trivialen Grund, also ich denke, man wird in der Zukunft diesem Gesichtspunkt mehr Aufmerksamkeit widmen. Vor allen Dingen, was InSight eigentlich vielleicht noch mehr gezeigt hat, ist, dass es offensichtlich an verschiedenen Orten auf dem Mars die Rate, mit der sich Staub absetzt, unterschiedlich ist und auch die Rate, mit der irgendwelche Wirbelwinde den Staub wieder entfernen, sehr unterschiedlich ist. Und bei den vorherigen Missionen mit Solarpanelen, es waren ja nur drei, ist man immer irgendwo gelandet, wo oft Staub entfernt wird. Mit InSight ist man halt wo gelandet, wo er nicht so oft entfernt wird. Genau, also muss man jetzt für zukünftige Missionen schon irgendwie im Blick behalten, gerade halt diese Variabilität. Nächste Frage ist, wie messt ihr bis in 40 Kilometer Tiefe? Wir messen bis in 40 Kilometer Tiefe, wir messen sogar bis in 1800 Kilometer Tiefe. Letztlich halt immer, weil wir eben hier seismische Wellen haben, die durch den gesamten Planeten durchgehen. Also wir selbst machen das nicht, sondern die seismischen Wellen machen das für uns. Also wenn irgendwo ein großes Beben passiert, erzeugt es ein so starkes Schall, quasi Signal, das durch den gesamten Planeten durchläuft und dann wie ein Echolot uns Informationen über das Innere gibt. Und das ist jetzt hier der Kern, wie gesagt, 1800 Kilometer Tiefe. Im Prinzip haben sie seismische Wellen, die durch den gesamten Planeten durchgehen. Also auf der Erde ein paar Mal am Tag passieren Beben, die stark genug sind, als dass sie bis zum Kern reichen. Wenn sie einfach irgendwo ein halbwegs gutes Seismometer hinstellen, messen sie jeden Tag eine Handvoll Magnitude 5 Beben und Reflexionen von der Kernmantelgrenze. Und dann eben, wenn die Beben wieder, wenn diese Wellen wieder nach oben zurückkommen, dann haben wir eben noch dieses Zusätzliche, dass hier die teilweise dann verändert werden, konvertiert werden von Kompressionswellen in Scherwellen an diesen Grenzschichten. Und das ist das, was uns die 40 Kilometer tiefe Grenzschicht oben gibt. Dass wir halt sehen, da ist was verändert worden. Nächste Frage ist, wie stark sind denn die Marsbeben? Gute Frage. Also wir haben diese beiden, fangen wir gerade hier mit diesen großen Meteoriteneinschlägen an. Die waren ungefähr so Magnitude 4,5 Beben, also was man in Deutschland hin und wieder noch erleben kann. Andererseits waren die schon recht massiv, also im Prinzip kleine Atombomben der Äquivalent. Aber das waren mit unsere größten Beben, Magnitude 4. Also wenn man direkt dasteht, könnte es Schäden an einem Gebäude verursachen, wenn man direkt drunter ist. Natürlich, der Einschlag könnte noch mehr Schäden verursachen. Die meisten Beben waren mehr so Magnitude 3. Das heißt, wenn man sich direkt über dem Beben befinden würde, würde man sie gerade noch spüren. Komischerweise haben wir dann aber ein einzelnes Beben an einem einzigen Ort, wo vorher kein anderes Beben war, das fast Magnitude 5 war. Also so, dass man schon gewisse Schäden an Beben, an Gebäuden haben könnten. Also was man in Deutschland eigentlich alle 100 Jahre mal hat. Bei dem Beben fragen wir uns ein bisschen, warum ist es, wir verstehen nicht ganz, warum es da passiert ist, wo es passiert ist und was sagt es darüber aus, über die Prozesse. Das ist tatsächlich das eine, was wir noch nicht verstehen. Ist die Achse vom Mars auch gekippt? Ja, also genau, die Erdachse ist ja so ein bisschen geneigt, dadurch haben sie Jahreszeiten auf der Erde, die Marsachse auch. Uns kommt auf dem Mars noch hinzu, dass er die Umlaufbahn ist ein bisschen elliptischer. Das heißt, er ist Teile des Jahres etwas weiter von der Sonne weg als an anderen. Das ist eigentlich der Haupttreiber der Jahreszeiten, diese elliptische Bahn. Vielleicht noch dazu das Marsjahr ist extrem vorhersagbar in Bezug auf das Wetter. Es wiederholt sich wirklich fast taggenau von einem Jahr aufs andere. Letztlich daher, weil sie auf dem Mars nicht die Ozeane haben. Also auf der Erde ist das Klima. Die Jahreszeiten, die veränderliche Sonneneinstrahlung, tages- und jahreszeitenweise, plus die Ozeane, die über viel längere Zeiträume Wärme speichern. Auf dem Mars haben sie die Ozeane nicht. Das heißt, das Wetter ist quasi wirklich nur Sonne, wie viel Sonnenenergie gerade hinkommt. Nächste Frage, was Persönliches. Bleiben Sie jetzt nach InSight der Marsforschung treu oder widmen Sie sich neuen Projekten? Es ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich wollen wir jetzt hier, wir haben jetzt vieles rausgefunden über den Mars, wir wollen da noch mehr rausfinden aus den Daten, die wir haben. Wir wollen überlegen, was könnte man in der Zukunft machen. Bin gerade noch jung genug dafür, um das vielleicht noch zu erleben, eine weitere Mission. Naja, hoffentlich.
Ansonsten, ich hatte Titan erwähnt, es wird ein Seismometer auf dem Titan geben, es wird in 2, 3 Jahren starten. Und der Mond ist natürlich, der ist erheblich näher als der Mars und vielleicht auch relevanter, wenn da tatsächlich Menschen auch landen und man dann überlegen kann, kann man Wasser auf dem Mond finden, wenn man da die Menschen eben selbst Treibstoff erzeugen würden. Und das ist eigentlich jetzt das andere, was ich mir im Moment überlege. Wie könnte man diese Methoden von InSight hier dazu nutzen, die flache Mondkruste zu erforschen und da eben zum Beispiel Wasser zu finden? Glauben Sie, dass auf dem Mars einfache Lebensformen entstanden sind, als die Bedingungen noch günstiger waren als heute? Und wenn ja, könnten sie auch in einzelnen Regionen existieren, in einzelnen Refugien? Ja, spannende Frage. Wir wissen, auf der Erde ist das erste Leben entstanden vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich waren im Prinzip der Mars und die Erde von ihren Entwicklungen noch nicht so weit auseinander, wie sie es heute sind. Im Prinzip hatten wahrscheinlich beide, Erde und Mars, flüssiges Wasser an der Oberfläche. Der Mars war insgesamt etwas kühler, aber so, dass das Wasser flüssig war an der Oberfläche vor 3,8 Milliarden Jahren. Auf dem Mars hat das dann geendet, relativ bald danach, aber zu dem Zeitpunkt, als auf der Erde schon Leben entstanden war. Jetzt könnte man natürlich denken, dann müsste es auf dem Mars auch entstanden sein, wenn Leben ein zwangsläufiger Prozess ist. Und auf der Erde ist es eigentlich so schnell entstanden, nachdem die Bedingungen dafür da waren, also flüssiges Wasser und keine so starke Strahlung mehr, dass es eigentlich fast zwingend ist, dass es auf dem Mars auch passiert ist. Das ist eine schöne Sache am Mars. Der ist gewissermaßen dann dadurch, dass er so klein war und die tektonische Aktivität gestorben ist, quasi, ist er wie eingefroren. Das heißt, sie finden heute an der Oberfläche einfach noch Gesteine, die fast 4 Milliarden Jahre alt sind. Und das finden sie auf der Erde praktisch nicht, also ganz vereinzelt mal irgendwo in Kernen von Kontinenten. Auf der Erde ist die ganze Kruste viel jünger. Es ist einfach alles durch die Plattentektonik erneuert worden, die ganze Zeit und durchs Leben dann natürlich sowieso und durchs Wasser. Auf dem Mars haben sie diese uralten Gesteine noch, also haben sie wirklich Gesteine aus der Zeit, als auf der Erde zum ersten Mal Leben entstanden ist. Und das ist gerade auch die Motivation nach dieser Mars Sample Return. Wir wollen im Prinzip Gesteine mitbringen aus einer Region, so ein Delta, Flussdelta, das so aussieht, wie wo auf der Erde Leben entstehen sollte, aus einer Zeit, als auf der Erde Leben entstanden ist. Wir wollen diese Gesteine zurückbringen zur Erde und sie hier halt mit den Methoden, die wir auf der Erde haben, in denen wir in 20 Jahren haben werden, in 100 Jahren haben werden, immer wieder untersuchen, ob wir da drin Mikroben, ähnliche Sachen finden. Weil das ist halt der Nachteil immer, wenn Sie Sachen auf dem Mars forschen, können Sie nur die Instrumente verwenden, die Sie mitgebracht haben. Wenn Sie die Gesteine mit zurück auf die Erde bringen, können Sie halt anders. Ob es die heute noch, diese Refugien gibt, ja, ist eine spannende Frage. Ich weiß es nicht. Wir finden immer mehr Orte im tiefen Gestein auf der Erde, wo es Leben gibt, das vollkommen, also in 1 Kilometer Tiefe in Gestein, das abgeschlossen ist vom Sonnenlicht, von allem. Aber trotzdem leben dort Bakterien. Vielleicht auf dem Mars auch. Aber man müsste bohren, um es rauszufinden. Ja. In welchen Marsregionen könnte man am ehesten auf durch Lavaströme entstandene Hülen stoßen, zum Beispiel für Besiedlungsversuche? Ja, ist eine sehr gute Frage. Letztlich, die Antwort ist immer Tarsis. Es ist immer Vulkanismus auf dem Mars, Tarsis. Da gibt es alles. Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich bin letztlich nicht ganz davon überzeugt, dass man das mit diesen Lavahöhlen so richtig auch auf dem Mond nicht. Also es scheint mir so, ich meine, Lavahöhlen, waren Sie mal in einer, die sind unangenehm. Ich denke eigentlich eher, dass man sich aus vorhandenem Gestein im Prinzip ein Iglu bauen würde, wenn man sich vor der Strahlung schützen wollte. Das ist wahrscheinlich sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars der gangbarere Weg, denke ich persönlich. InSight sollte ja bohren, es hat nicht geklappt. Ja, klar, gab es trotzdem Erkenntnisse aus diesen Versuchen und konnte trotzdem mit dem HP3-Experiment der Wärmefluss im Boden gemessen werden. Ja, es gab Erkenntnisse aus diesen Versuchen. Das ist das, was ich hier so gezeigt habe. Hier, das ist ja der auf B, in diesem linken das B, das ist dieser Maulwurf, der da rausguckt. Das heißt, daraus haben wir zumindest mal nochmal erfahren, dass offenbar wirklich es diese Dury-Kruste oben hat, also so eine festgebackene Kruste. Und darunter dieser weichere Sand. Und das ist letztlich der Grund, warum das mit dem Bohren nicht funktioniert hat, weil sobald der Maulwurf in diesem weicheren Material darunter war, hat er keinen Widerstand mehr gehabt, um nicht einfach die ganze Zeit nur rumzuhüpfen, statt sich einzubohren. Das heißt, das haben wir daraus gelernt. Den Wärmefluss im Boden konnte HP3 nicht direkt messen. Nee, also weil es halt einfach nur 25 Zentimeter und nicht 5 Meter ist und es misst im Prinzip nur die Temperatur der Atmosphäre.
Wenn das Gestein so dicht ist, dass es mit dem Bohren nicht klappt, dann kann doch bestimmt auch kein Wasser eindringen. Ja, wie gesagt, das Gestein ist eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig dicht, sondern eher so eine Mischung, also eher ein bisschen zu unkonsolidiert. Da könnte im Gegenteil Wasser eigentlich sehr gut versickern. Der Punkt ist andererseits, wo würde das Wasser neu herkommen? Also wahrscheinlich alles Wasser, das es bis zur Oberfläche geschafft hat auf dem Mars, irgendwann mal ist verdunstet in der dünnen Atmosphäre und dann in den Weltraum abgehauen. Oder hat sich in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und eins von beiden ist abgehauen. Und der Wasserstoff vor allen Dingen und der Sauerstoff hat die Oberfläche oxidiert. Das heißt, wenn jetzt noch Wasser da ist, ist es wahrscheinlich in gefrorener Form irgendwo unten und würde nur dadurch wieder hochkommen, dass sie zum Beispiel einen Vulkan, so einen Magmagang von unten haben, der das Wasser hier schmilzt und dann muss es oben. Aber dann versickert es wahrscheinlich sofort wieder oder verdunstet. Aber gerade das könnte in Cerberus Fossa passiert sein, bei so einem Ort. Nächste Frage: Ist der Staub auf den Photovoltaikmodulen elektrisch geladen? Ja. Kurze Antwort, kurze Frage, kurze Antwort. Ja, das ist letztlich der Grund, warum da überall Staub hängt, dass er elektrisch geladen ist. Ja. Sonst würde er nicht so kleben bleiben. Und wir sehen auch, dass er auch teilweise von unten an den Oberflächen, also weniger natürlich als von oben, aber das heißt, es ist elektrisch geladen, elektrostatisch. Ja. Keine weiteren Fragen. Und wir sind jetzt ja auch tatsächlich, es ist schon eine Stunde um. Dann bedanke ich mich nochmal und gehe nochmal auf den Vortrag am Donnerstag hin. Wie gesagt, jetzt hier nicht mehr unser Sonnensystem und nicht mehr eine Mission am Ende, sondern stattdessen der Blick in die Frühzeit des Universums, in einer Mission, die gerade erst am Anfang ist und wahrscheinlich auch länger dauern wird als InSight. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen haben, dann abonnieren Sie doch bitte den Kanal Faszination Astronomie Online und schauen Sie einfach an einem der nächsten Termine wieder vorbei. Vielen Dank und schönen Abend Ihnen allen.